Als Präsident des Deutschen Stammzellennetzwerkes mit etwa 400 Mitgliedern begrüße ich euch ganz herzlich zum 13. Uni-STEM Day. Der Name Uni-STEM Day kommt aus dem italienischen Institut, das ursprünglich im Jahr 2009 diese ganze Serie begonnen hat, als Angebot an Schülerinnen und Schüler, um etwas über Stammzellen und Stammzellbiologie, Stammzelltechnologie zu erfahren. Und es ist inzwischen so, dass es von Italien in ganz Europa, fast ganz Europa, ein Tag ist für Schülerinnen und Schüler, aber inzwischen auch auf der ganzen Welt. Die letzten Länder, die hinzugekommen sind, Australien, Kolumbien, Singapur, sind einige Länder außerhalb von Europa. Und man muss sich vorstellen, an einem Tag bis zu 30.000 Schüler waren beteiligt, um von uns Wissenschaftlern etwas über die Stammzellbiologie zu erfahren. Nun ist es dieses Jahr ein klein wenig anders. Manche Länder haben aufgrund der Pandemie Covid-19 auf das Programm verzichtet. Und nichtsdestotrotz sind einige Länder, so auch Deutschland, mit an Bord, um an diesem Tag etwas über Stammzellen zu erzählen. Und so haben wir verschiedenen Instituten in Deutschland diesen Tag vorbereitet für euch und werden etwas über Stammzellen erzählen. Ich habe das Programm gesehen von einigen Instituten, was ausgesprochen spannend ist. Nun, das Thema, wie auch in den letzten Jahren, heißt ja The Never-Ending Journey of Stem Cell Research. Etwas frei übersetzt, so ein bisschen klingt es wie Michael Ende, die unendliche Reise der Stammzellforschung. Und diese Reise soll euch zeigen, wir wollen euch quasi mitnehmen, welches Potenzial Stammzellen haben. Denn wir sind selber immer wieder überrascht, was wir mit den Stammzellen machen können. Wir können Krankheiten untersuchen. Und hier beispielsweise könnt ihr Robotics in unserem Institut sehen, ein Liquid Handling Station, womit wir zigtausende von Kulturen gleichzeitig untersuchen können. Aber nicht nur Kulturen, sondern auch kleine Bruchstücke von Organen, die aus Stammzellen abgeleitet worden sind. Und es ist ja so, dass wir heute nicht euch in unser Institut, in unsere Institute holen können, sondern wir kommen zu euch. Und ihr habt die Gelegenheit, mit uns zu diskutieren. Stellt Fragen und löchert uns. Was wollt ihr wissen, was wollt ihr lernen von Stammzellen?